Hallo, 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 hier ist Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute haben wir den 14. März. Servus. Und das ist der Pujan. Das bin ich. Und das ist der Sascha. Und ich bin der Sascha, genau. Und wir haben euch was mitgebracht. Wir fangen traditionsgemäß seit 40 Jahren immer mit demselben Thema an. Und zwar heute das Geburtstagskind. Happy Birthday to you, happy Birthday to you, happy Birthday, lieber. Lieber Albert der Zweite. Albert Alexandre Louis Pierre Rainer Grimaldi ist seit dem Tod seines Vaters Rainer III. Im Jahr 2005 der regierende Fürst von Monaco. Warst du schon mal in Monaco? Nein. Ich bin da ein paar Mal in Formel 1 gefahren, aber irgendwann hast du es einfach satt. Es macht einfach keinen Spaß. Alles ein bisschen eng da. Genau. Wie viel Zeit hast du mitgebracht? Ein bisschen? Wenig. Gut, ich lese dir trotzdem seinen vollständigen Titel vor. Ja. Okay, den Titel. Der Titel lautet Albert II. Grimaldi, par la grâce de Dieu, Prince de Monaco, Duc de Valentinois, mein Französisch ist nicht so perfekt, Marquis de Beau, Comte de Carlade, Baron de Buis, Seigneur de Saint-Rémy, Sire de Matignon, Comte de Torigny, Baron de Saint-Leu, de la Lutumière et de Ambier, Duc d'Estouteville, de Mazarin et de Mayenne, Prince de Château-Porcien, Comte de Ferret, de Belfort, de Tannes et de Rosemont, Baron d'Altkirch, Seigneur d'Isenheim, Marquis de Chilly, Comte de Longjumeau, Baron de Massy, Marquis de Giscard. Schon fertig. Marquis de Giscard. Nicht de Giscard. Giscard. Genau. Ja, das ist doch mal ein Name, ne? Ist ja, also ich habe immer gedacht, Pippi Lotterweg Dualia wäre lang. Aber das ist ja richtig scheiß lange. Wir machen ja immer Witze über lange Namen, vor allem von wegen, wie sieht denn so auf einer Visitenkarte aus? Haben die dann eine zum Aufklappen? Das ist eine zum Ausrollen. So wumm. Wie Feuerwehr hat einen Schlauch liegen lassen. So wumm. Ja. Übrigens, hier der Albert, der macht es genauso wie sein Vater. Der hat sich nämlich eine richtig heiße Perle reingeholt. Wir sehen auf dem nächsten Bild links seine Frau, seine aktuelle Frau. Und zwar ist das Charline Lunette Grimaldi, Fürstin von Monaco, ehemalige südafrikanische Schwimmerin. Und rechts sehen wir Grace Kelly, die Schauspielerin. Die hat sich sein Vater damals geangelt. Ja, die haben sie ja zurecht gemacht. Also ich glaube, selbst unzurecht gemacht sehen die sehr lecker aus. Ja, die Grace Kelly war schon gut. Ihr Monaco-Fürsten, alles richtig gemacht. Ja, so. Die sind schon, die haben ja auch ein bisschen, Asche zieht ja die Perlen an. Die Perlen an, genau. Ja, aber an dem Tag, am 11., ne, am 14. März sind wir ja heute. Ja. Ich bin ja bescheuert, also mein Datum verirrt. Ne? Am 14. März hat ja Nikita Khrushchev, wird nach dem Tod von Stalin erster Sekretär des Sozialkomitees in der KPdSU. Nikita hat doch Elton John ein Lied über ihn geschrieben, oder? Ja, aber Nikita? Das ist, glaube ich, was anderes gemeint. Okay, hier Khrushchev. Ja. Kennt man, weiß man, macht man. Am selben Tag, nur ein paar Jährchen früher, 14. März 1847, wird in Florenz die Oper Macbeth von Giuseppe Verdi uraufgeführt. Macbeth ist eine um 1606 von William Shakespeare verfasste Tragödie, kennt man ja. Okay. Es handelt von einem Heeresführer, von dem Heeresführer Macbeth, der zum König von Schottland wird und seinem Wandel zum Tyrannen und letztendlich auch seinen Fall. Eines der bekanntesten Werke von Shakespeare. Und Vivaldi hat das nämlich in eine Oper verwandelt und hier sehen wir das auch. Da ist er. Da ist Vi und da ist Waldi. Ja, genau. Vivaldi. Also wie so ein kleiner Hund. Ja, wie so ein Dackel. Vivaldi. Genau. Ja, genau. Albert Einstein ist auch 1879 geboren in Ulm. An diesem Tag, am 14. März. Der Herr Patentgedöns. Ja, genau. Gucken wir an. Zwei. Gesundheit? Ja. Schluckt man Wasser? Der sieht ja lustig aus. Albert Einstein, einer der großen Köpfe. Spitze Zunge irgendwie so. Naja. Kannst du auch so spitz? Ja. Will ich jetzt aber nicht. Nee, jetzt will ich nicht. Machen wir jetzt Zungenbattle. Zungenbattle. Warte mal. Also meine ist breiter. Jetzt kommst du wahrscheinlich wieder mit, auf die Größe kommt es nicht an, sondern auf die Technik, aber sie lügt. Das war's heute wieder mit Shoki Banoki Daily. Ich hoffe, es hat euch nicht Spaß gemacht und ihr habt was mitgenommen.
Wir sehen uns. Cheerio, Miss Sophie. Ciao. Also, ist cool, wenn ich so rangehe. Dann nee, wär's nicht. Voll der krasse Effekt. Ah, voll so. Deibel. Du verschreckst die Leute. Lass wie ich. Star Wars. Mm.